Es ist Mittwoch, der 13. Oktober 2021. Hier ist das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz wieder gestiegen. Erneuerung, Brandenburger Theater bekommt Fördermittel. Und Stadtwende, Ausstellung im Stadtmuseum. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir starten die Sendung wieder mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz für die Havelstadt liegt mit Stand vom 13. Oktober bei 36,1. Im Vergleich zum Vortag gab es 5 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 26 Infektionen. Es gibt einen weiteren Todesfall. In Quarantäne befinden sich momentan 85 Personen. Die sogenannten PMO-Mittel sind Mittel aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Jedes Jahr werden aus diesen Mitteln verschiedene Projekte gefördert und dieses Jahr kann sich das Brandenburger Theater über einen Zuschuss für eine Instandsetzung freuen. Die PMO-Mittel, die die ostdeutschen Länder jedes Jahr vergeben, können für zweckgebundene, investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand und nichtstaatlicher Träger für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zwecke eingesetzt werden. Aus den 85 Projektvorschlägen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 117 Millionen Euro wurden 33 Projekte ausgewählt, die nun eine finanzielle Förderung erhalten. Dazu gehört in diesem Jahr auch das BT. Die in der Studiobühne eingebauten Podienanlagen haben eine Betriebsdauer von 27 Jahren erreicht und sind stark sanierungsbedürftig. Auch die Bühnensteuerung der Saalpodienanlage und der Podienanlage der Puppenbühne auf der Studiobühne entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um sie auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen, sind Maßnahmen im Umfang von 740.000 Euro notwendig. Die Stadt Brandenburg an der Havel trägt davon 100.000 Euro Instandsetzungskosten. Den Rest übernimmt jetzt das Land aus PMO-Mitteln. Die Umsetzung des Projektes kann schon in 2021 und 2022 erfolgen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Stadtwende, so heißt die neue Wanderausstellung, die das Stadtmuseum Brandenburg zusammen mit verschiedenen Projektpartnern zur Vernissage bringt. Der Startschuss dafür fällt am Donnerstag, dem 21. Oktober 2021 in der Johanneskirche. Im Anschluss an die offizielle Eröffnungsfeier um 17 Uhr besteht die Möglichkeit, bei einem frühabendlichen Rundgang durch das Stadtmuseum die Wanderausstellung Stadtwende erstmals zu sehen. Die Ausstellung zeichnet die Planung zum Umbau nach sozialistischem Muster aus den späten 1960er Jahren und den damit einhergehenden Abriss in den Altstädten Ostdeutschlands auf. In Brandenburg an der Havel sollte zum Beispiel rund um die Jahrtausendbrücke ein vollkommen neues Stadtzentrum mit großen Magistralen entstehen. Wie hätte die historische Kur- und Hauptstadt der Mark Brandenburg ausgesehen, wenn es nach der Überarbeitung des Generalbebauungsplanes Mitte der 1980er Jahre zur vollständigen Umsetzung gekommen wäre? Die Ausstellung thematisiert aber nicht nur die Vernachlässigung der historischen Stadtkerne, sondern auch den sich allmählich formierenden Widerstand dagegen von Bewohnern und Bürgergruppen. Ab dem 22.10. kann die Ausstellung dann bis zum 30.01.2022 zu den normalen Öffnungszeiten des Stadtmuseums in der Ritterstraße 69 besichtigt werden. Oft hat das Wetter Überraschungen parat. In den letzten Tagen brach sich herrlichste Herbstsonne Bahn, wo doch eigentlich eine Wolkendecke angesagt war. Man kann aber nur hoffen, dass es so weitergeht. Hier sind die Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Schon der Donnerstag wäre mit etwas Sonne erträglicher, denn bis jetzt erwarten wir 14 Grad Höchsttemperatur bei bewölktem Himmel mit Regen. Ja, und der steht uns auch am Freitag bevor bei 13 Grad. Und der Samstag startet dann in das neue Wochenende mit leicht bewölktem Himmel und ebenfalls Höchstwerten von 13 Grad. Und das war es dann auch schon wieder aus der SKB-Redaktion für den Mittwoch. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut.